Hinter der harmlosen Tarnung verbirgt sich dann aber die Forderung nach, ich zitiere, einer gesetzlichen Regelung zur Steigerung des Frauenanteils. Ja, dankenswerterweise hat die FDP doch tatsächlich mal wieder was Vernünftiges im Bundestag von sich gegeben. Manchmal bekommen sie das tatsächlich noch hin. Und man findet die ein oder andere Restspur von wirklich liberalem Gedankengut. Danke dafür. Im Anschluss sehen Sie übrigens noch die ganze Rede, durchaus sehenswert. Aber nun zum Punkt des Videos. Ich habe nämlich eine Bitte. Liebe FDP, wenn ihr das so seht, hier könnt ihr ausnahmsweise mal richtig etwas tun. Dies betrifft natürlich auch alle anderen Parteien, die noch alle Latten am Zaun haben und denen diese ganze Gleichmacherei, dieses Quotenzeug, das Gequatsche um den Genderstrich, das Gendersternchen und das weibliche Ampelmännchen, das zwar ganz dringend nötig ist, aber nicht aussehen darf wie ein Ampelmännchen, aber auch nicht wie ein Ampelweibchen und all der ganze andere Quatsch, ziemlich auf die Nerven geht, hier eure große Chance. Zeigt's den Sozis, den Hippies, den naiven Träumern, den Marktversagern, den Anbetern des kunterbunten Einhorns doch mal mit ihren eigenen Waffen. Schlagt sie mit Logik. Führt ihnen vor, wie unglaublich absurd das alles ist, was sie da fordern. Und das Beste daran, ihr müsst noch nicht einmal an der Regierung sein. Mit dieser einen Sache könnt ihr auch aus der Opposition heraus aufräumen. Und das kinderleicht. Wie soll das funktionieren? Ganz einfache Geschichte. Ich warte jetzt darauf, dass sich eine komplette Fraktion ab morgen für weiblich erklärt. Genau, das ist ja das Konzept der Sache. Man soll sich sein Geschlecht selbst aussuchen können. Ja, nicht nur das, man soll sogar quasi täglich switchen können. Also es soll da ja auch, ich bin da jetzt kein Fachmann, aber auch so Wechselgeschlechter geben, die sich heute mal so ein bisschen männlich fühlen, morgen weiblich und übermorgen dann was ganz anderes. Super Geschichte, nutzt es, erklärt euch morgen alle geschlossen zur Frau. Und dann wird's besonders lustig, dann reibt ihr regelmäßig, wann immer es auch nur ansatzweise um das Thema geht, diesen 2-3 Träumerparteien großspurig unter die Nase, dass ihr die große Frauenpartei seid, dass sie sich gefälligst mal ein Beispiel nehmen sollen, weil ihr ihnen ja schließlich weit voraus seid, da ihr die erste und einzige Fraktion im Bundestag seid, die ja nun überraschend 100% aus Damen besteht. Das wäre nicht nur unheimlich einfach, unheimlich zielführend, sondern es wäre auch urkomisch. Ich sehe schon jetzt vor meinem geistigen Auge, wie unser Pralinenbäcker von den Grünen, Anton Hofreiter, das Kochen anfängt. Akzeptieren wir in Deutschland ja auch nicht 2, 3 oder 4 Ehefrauen? Oder etwa doch? Und Integration? Also, fassen Sie sich ein Herz und erklären Sie sich alle zur Frau. Drehen Sie den Spieß um und schlagen Sie den Gegner mit seinen eigenen Waffen, während Sie uns gleichzeitig noch wunderbare Unterhaltung liefern. Übrigens am Rande bemerkt, wäre es auch eine riesen Marketinggeschichte für Ihre Partei. Denken Sie mal drüber nach. Und denken Sie nicht zu lange, bevor wieder eine andere Fraktion Ihnen zuvorkommt und meinen kleinen Ratschlag zuerst umsetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf den ersten Blick kommt das, was die Linke hier beantragt, im Wohlfühlgewand daher. Sie erinnern an 100 Jahre Frauenwahlrecht und schreiben von wertschätzendem Umgang mit Frauen. Hinter der harmlosen Tarnung verbirgt sich dann aber die Forderung nach, ich zitiere, einer gesetzlichen Regelung zur Steigerung des Frauenanteils im Deutschen Bundestag oder deutlicher nach einer Frauenquote für unser Haus. Sie wollen das Wahlrecht ändern, weil Sie finden, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht richtig wählen. Meine Damen und Herren Kollegen von der Linksfraktion, offenbar muss ich Sie erinnern, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Artikel 20, 2.1 Grundgesetz. Nicht von uns hier oder von Ihnen, vom Volke. Mit einer Quote würden wir dem Volk einen Teil seiner Souveränität nehmen und ein bestimmtes Wahlergebnis erzwingen. Wir dürfen uns aber doch nicht ernsthaft aufschwingen, klüger sein zu wollen als unser Volk.
Ich erinnere weiter. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Artikel 38.1.1 Grundgesetz. Gleiche Wahlen, das ist genau das, wofür auch die Mütter unseres Grundgesetzes gekämpft haben. Den historischen Befürwortern des Frauenwahlrechts ging es schon davor darum, allen erwachsenen Menschen die gleichen rechtlichen Möglichkeiten zu demokratischen Wahlen zu schaffen, und zwar gerade unabhängig vom Geschlecht. Sie werfen diesen ehernen Grundsatz in die Tonne, weil ihnen der Wähler bisher nicht geschlechtergleich genug entschieden hat, weil ihnen die Wahlergebnisse nicht gefallen. Sie wollen verhindern, dass jeder Wähler auch künftig Kandidaten gleich welchen Geschlechts frei auswählen kann. Das wäre ein Rückfall in die Zeit vor 1918. Und um dem Ganzen das Sahnehäubchen aufzusetzen, wollen Sie die Entmachtung unserer Bürgerinnen und Bürger noch mit dem im Grundsatz verankerten Staatsziel der Gleichberechtigung der Geschlechter legitimieren? Zunächst, Gleichberechtigung bedeutet nicht erzwungene Ergebnisgleichheit, sondern gleiche Rechte. Ich verrate Ihnen etwas. Eine Quote wäre nicht Verfassungsauftrag, sondern ein Verfassungsbruch. Welche Denke steckt nun bei Ihnen dahinter? Sie glauben, dass Frauen sich im Politikbetrieb nicht aus eigener Kraft durchsetzen können. Sie stecken uns wieder einmal in die Opferschublade. Statt Bevormundung brauchen wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch Mandat. Ich weiß, wovon ich rede. Ich stehe hier um 12 Uhr nachts, spreche zu Ihrem Antrag und hoffe, dass mein knapp zweijähriger Sohn noch nicht wieder wach geworden ist und nach seiner Mutter fragt. Familienfreundlichere Tagungszeiten für das Parlament erwähnen Sie in Ihrem Antrag mit keinem Wort. Sie schreien nur nach der Quote. Im Übrigen, die Frage sei mir noch gestattet, wie weit wollen Sie mit Ihrer Bevormundung des Wählers eigentlich künftig noch gehen? Welche Quoten fallen Ihnen noch ein? Nach Verabschiedung des GroKo-Rentenpakets heute früh könnten wir über eine Quote für Vertreter der jüngeren Generation nachdenken. Andererseits haben die Jüngeren in den anderen Fraktionen heute auch kein Verantwortungsbewusstsein für jüngere Generationen bewiesen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass vielleicht das gesamte Denken in Gruppenzugehörigkeitsschubladen von gestern sein könnte? Sehr geehrte Damen und Herren von der Linksfraktion. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Sie vermarkten Ihre Quotenforderung öffentlich, auch unter dem so vornehm klingenden Schlagwort Parité. Während Sie Parité wollen, stehen wir für Liberté und Egalité, für Freiheit und Chancengerechtigkeit. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Danke. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Doris Achelbirn, Fraktion Die Linke.